Ja, und damit sind wir wieder zurück bei Monkey Island. Wir haben gerade den alten Otis aus dem Knast geholt. Der ist abgehauen, einfach so, hat uns zurückgelassen. Und wir... Oh, inzwischen. Gerade von Mealy Island zurückgekehrt, ankern LeChuck und seine Crew wieder im alten Versteck unter den Lavaflüssen unter Monkey Island. Captain! Ich bin nur vorbeigekommen, um ihn zum erfolgreichen Kidnapping zu gratulieren, ja. Captain? Captain, alles in Ordnung? Hab mich nie besser gefühlt. Und wie geht es unserer Gefangenen? Ah ja, die Gefangene. Ne, wir hatten etwas Ärger. Ärger? Kein Grund zur Panik, Captain. Alles ist unter Kontrolle. Sie versuchte ein paar Mal auszubrechen. Aber jetzt haben wir sie in die Brick gesperrt. Da kommt niemand rein oder raus. Das hoffe ich für dich. Nach Jahren der Planung, die beinahe durch meinen Tod zerstört wurden, will ich kein Risiko eingehen. Sie haben sich also um Mr. Threepwood gekümmert, ja? Guybrush Threepwood wird kein Problem mehr sein. Just diesen Augenblick befindet er sich 10 Meter unter Wasser. Wahrscheinlich schon aufgebläht wie ein fettes Schwein. Krabben fallen über seine Augen her, Fische knabbern an seinen Fingern. Ach, ich würde zu gerne zusehen. Jawohl, Captain Igitt. Da wäre ich auch auf jeden Fall sehr gerne dabei. Nun, kümmere dich um die Wurzel. Stell sicher, dass sie fest verschlossen ist. Ei, ei, Captain. LeChuck immer wieder sympathisch, der gute Unsympath. Ja, so viel dazu. Hier steht noch jemand im Torbogen. Mal gucken. Darf ich Ihnen helfen? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zur Gouverneurin. Wir haben da was laufen, weißt du? Sind Sie hier zur Plünderung? Ja, plündern klingt auf jeden Fall gut. Insbesondere, weil ich ja jetzt nämlich Pirat bin, weißt du? Haben Sie reserviert, mein Herr? Reserviert? Für eine Plünderung? Oh ja, wir sind immer ausgebucht. Wenn die Gouverneurin außer Landes ist, dann ganz besonders. Hätten wir dieses System nicht, dann würde Chaos ausbrechen. Nun, ohne Reservierung kann ich Sie leider nicht reinlassen. Das tut mir leid. Ja, natürlich habe ich reserviert. Jetzt fällt's mir wieder ein. Und unter welchem Namen, bitte? Das war, glaube ich, müsste eigentlich gewesen sein unter S wie Scheintop. Ja, das war ja mal ein netter Versuch. Aber wir sind die nächsten 5 Stunden leider ausgebucht. Da müssten Sie später wiederkommen. Da habe ich noch ein Plätzchen frei. So gegen 14 Uhr, würde ich sagen. Wäre das vielleicht für Sie in Ordnung? Ja, das klingt annehmbar. Das nehme ich. Ja, hervorragend. Ich notiere eine Plünderung, eine Person um 14 Uhr. Gut, dann können wir um 14 Uhr plündern gehen. Und ich frage mich, ob es auf Mealy Island jemals Tag wird. So, mal gucken, ob wir vielleicht die Männer ohne Moral überreden können. Hey, wusstet ihr, dass die Gouverneurin gekidnappt wurde? Big News. Nun ja, darüber wissen wir schon Bescheid. Aber warum steht ihr nur so rum, anstatt was zu tun? Ich meine, ihr seid Piraten, Freunde. Nun, die Gouverneurin kann auf sich selbst aufpassen. Und wir sind ein wenig beschäftigt. Genau. Wir müssen uns um den Zirkus kümmern. Und den Elefanten wiederfinden. Und die Ratte wiederfinden. Genau. Und diese Tagesordnung hier loswerden. Ich glaube, wir müssen das Angebot leider ausschlagen. Achso, na gut. Dann gehe ich mal lieber wieder. Hat ja eh keinen Zweck, also latsch mal hier mal rum. Der kommt eh nicht mit. Der gute Sven-Cousin-Mann.
Scheiß Ohrwurm. Ach, liebste Elaine. Ich werde dich retten, Elaine. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, mal ein bisschen Schmalz drüber gießen, reicht ja noch nicht. So, mal gucken. Wo gehen wir denn jetzt hin? Können wir dem vielleicht noch was irgendwie aus den Rippen leiern? Ein Lebenszeichen von der Gouverneurin? Keines! Ich glaube, wir sehen sie wirklich nicht wieder. Tja, schade. Dann können wir jetzt das Spiel beenden. So, weiter geht's zu der Insel da oben. La, da, 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 da. Da latschen wir direkt mal hin. Da waren wir ja auch noch nicht. Und mal gucken, was uns da erwartet. Hui! Ein Reklameschild. Visit Fabulous Hook Isle. Besuch die fabulöse Hakeninsel. Mit Toiletten und Souvenirs. Ist ja ein Traum. Kann man das anschauen? Ja, schau an Pfad. So, so. Also nochmal, schau an Schild. Ein wenig zu protzig für meinen Geschmack. Na gut, dann geh doch mal zum Pfahl. Zum Marterpfahl. Hep, 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 hep. So, und jetzt benutzen wir mal das Gummihuhn mit Karabinerhaken in der Mitte endlich. Und zwar auf das Kabel. Juhu! So, da geht's wieder. Hep, 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 hep. So. Und jetzt zur Tür und einfach mal anklopfen oder reingehen oder was auch immer. Also, reingehen. Hey, ich hasse Besucher. Wer bist du? Ich bin ein Pirat, Kanonenkugelkopf. Aber wer bist du? Mein Name ist Meat Hook. Und ich glaube, du hast einen viel zu großen Mund. Und ich glaube, du hast viel zu wenig Haare. Scherzkeks. Du hast kein Gefühl, wann du aufhören solltest, wie? Ja, ebenso wenig wie dein Friseur, wie es aussieht. Wer warst du, Kleine? Dann probieren wir es gleich nochmal. Das war der falsche Anfang. Ich nehme an, du bist wieder in mein friedvolles Heim eingedrungen, um mich zu beleidigen. Entschuldigung, aber draußen steht hier, gäb's vielleicht eine Toilette? Entschuldige, aber das Schild ist schon ziemlich veraltet. Ich hatte mal ein ziemlich gutes Touristengeschäft, das ist wahr. Es gab eine Tiershow, Tätowierungswettbewerbe, Andenken. Aber dann gab es diesen kleinen Unfall mit einem von unseren Tieren. Einer unserer Gäste wurde schwer verletzt. Also musste ich schließen und wurde aus dem Geschäft gedrängt. Und seitdem wohne ich ja ganz allein. Meine einzige Gesellschaft ist just das Untier, das den armen Touristen so zugerichtet hat. Das Untier, das mich zum Einsiedler gemacht hat. Ein Monster, welches, purer Zufall übrigens, mich angegriffen hat, als ich noch ein Kind war. Mir meine Hände nahm und mir diese Haken verpasste. Mich zum Krüppel machte. Na ja, toll. Jetzt bin ich deprimiert. Vielen Dank. Könntest du mich jetzt bitte allein lassen? Wie war nochmal dein Name, Kanonenkugelkopf? Hör mal, du sollst mich nicht so nennen. Mein Name ist Meat Hook und ich bin sensibel. Und du hast immer noch einen großen Mund. Entschuldige, ich wollte dich doch gar nicht Kanonenkugel nennen. Das ist mir nur so rausgerutscht. Ja, ist in Ordnung. Lieber Kanonenkugelkopf als so ein Pferdeschwanz. Haha, ich wollte dich Weihnachtsbaumkugel nennen. Hast du jetzt davon? Was, du? Pass bloß auf. Gut, ist ja wieder super gelaufen. Und nochmal rein. Mal gucken, was passiert. Ich nehme an, du bist schon wieder in mein friedvolles Heim eingedrungen, um mich zu beleidigen. Wie war nochmal dein Name, Kanonenkugelkopf? Hör mal, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Mein Name ist Meat Hook. Und du hast einen verdammt großen Mund. Entschuldige, ich wollte dich nicht Kanonenkugel nennen.
Das ist mir bla 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 nur so rausgerutscht, bla bla. Ja, ist in Ordnung. Lieber Kanonenkugelkopf als so ein Pferdeschwanz, falls ich das nicht bereits erwähnte. Ha 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 ha. Ha ha ha, ist ja witzig. Hey, du hast einen guten Sinn für Humor, Freund. Willst du etwas wirklich Komisches sehen? Pass mal auf. Was denn? Ein Bild deiner glatzköpfigen Familie? Nein, das sage ich jetzt nicht. Sagen wir mal, ja bitte, das will ich sehen, Mr. Mead. Das wäre total super. Pass auf. Hier, guck genau hin. Sag Hallo, Roger. Hallo, Roger. Ist das gut oder ist das gut? Ich habe eine ganze Nummer damit, aber ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Wenn wir mal gemeinsam auf einer längeren Reise sind, so, ja, dann vielleicht. Aber bis dahin bin ich noch etwas beschäftigt. Also, da versucht mich gerade jemand über Skype zu kontaktieren. Da kann ich gerade nicht antworten.